なんとかなったよ、クロイチェル。クロイチェル？どうしたの？Kreuzer war etwas zugestoßen. Rosa setzt ihren Weg in großer Höhe fort. Nach Krakau. Are you ready? Wegenroute 1757, also 17. 5, ja, 7. Eigentlich hätte er mit dieser Kollision eben komplett anders agieren müssen. Ja, ist mal wieder so ein Level wie im letzten Pandemonium-Teil. Ey, der schießt doch auch genau in meine Richtung, dieser Penner. Ich meine, man sieht hier so viel, wenn der hier rumballert, ich hier noch rumballer und jeder hier ballert, dann sieht man noch was, ne? Ach, nicht dieser Endgegner, der ist doof, den hasse ich irgendwie. Ich glaube, den treffen wir am letzten Level auch nochmal, wobei, da bin ich mir nicht sicher. Ja, falls Sie sich wundern, wieso Sie Königsberg nicht kennen, das ist heute Polen mittlerweile. Das war früher mal Deutschland, deswegen heißt es auch Königsberg. Hat, glaube ich, mittlerweile einen anderen Namen, aber darauf würde ich mich nicht festlegen. Ich hatte auch ursprünglich Verwandte, die aus der Ecke kamen, also ganz ursprünglich. Ja, dachte ich mir, erzähle ich mal so ein bisschen geschichtlich das Wissen. Ich versuche zumindest ein bisschen, soweit wie ich es weiß. So, dass heute anders ist, möchte ich mich jetzt nicht hundertprozentig drauf festlegen, ehrlich gesagt. Doch, ich glaube, das hat was mit der UdSSR zu tun. Denn früher war Polen mal in Russland und Preußen halt geteilt, also heute Russland, heute Polen ist nicht Russland, war geteilt. Polen war geteilt, tut mir leid. UdSSR und ja, Preußen halt und ja, das haben die dann halt wieder bekommen, das Land irgendwann. Wie genau das kam, weiß ich leider auch nicht. Also habe ich mich ehrlich gesagt nicht so genau mit befasst. Hallo? Ich habe den eben angegriffen. Ich hatte eine voll aufgeladene Bombenattacke. Aber okay. Schon wieder so eine Logiksache, über die ich gar nicht erst nachdenken möchte unbedingt. Der hat mich doch gar nicht getroffen, der hat nicht mal angegriffen. In Ordnung. Super fair natürlich mal wieder. Ja, genau, flieg doch bitte noch mehr genau vor mich, ein Penner, ey. Ja, ich finde eine böse Wortwahl, aber mal ganz ehrlich, was soll das auch? Den unausweichbaren, unzerstörbaren Attacken hier. Endgegnerkampf. Ja, ihr seht, wir verlieren viele Puppen, kriegen kaum Punkte wieder. Das ist unfair irgendwo. Das ist ein richtig beschissener Endgegner hier, den hasse ich total. Weil er ist richtig gemein auch. Wenn uns einziges Licht, einzelner Lichter, die dort hier rumfliegen, rechts und links im Bild erwischt, schießt er erstmal richtig los, dann schießt er gleich eine ganze Salve in unsere Richtung. Ich glaube, bei dem habe ich auch das Achievement bekommen, deine Zeit ist gekommen. Deine Zeit ist vorbei oder wie auch immer. Ach, deine Zeit ist vorbei, müsste das Achievement heißen. Ich
entschuldigt bitte, dass ich statt Puppe mal doll sage, es ist halt, ja. Ich meine, einige von euch dürften diese BJDs kennen, so Bold-Delicted-Dolls, ja. Und ich kenne halt Leute, die sammeln die Dinger und von daher kommt halt eher, dass ich das Englisch, dass ich den englischen Begriff Doll halt benutze. Also ist halt das Englische für Puppe. Für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind und sich wundern, warum ich ganz ehrlich von Dolls rede. Es bürgert sich leider dadurch ein, wenn man mit vielen Doll-Verrückten, sag ich jetzt mal, einfach rumhängt. Und für alle, die das nicht kennen, mal einfach BJD bei Google eingeben. Das meinte ich, das hätte der eben auch schon gemacht. Nur, dass in dieser Phase noch besonders gemein ist. Wenn wir sowohl seinen Attacken als auch den ganz anderen Mist hier ausweichen müssen irgendwie. So, sie bringt hier im Grunde genommen gar nichts. Doch lieber ein Earl-Typ mal richtig hier. Jetzt diese Ultimate-Puppe brauchen können, das war's. Das war's, was ich meinte auch. Können wir bitte einen Mensch erklären? Diesmal drück ich das mal einfach weg. Ich meine, wir kennen es schon. Und ich möchte gerne Festplatten. Ja, ja. 1757 war es, genau. Ich möchte einfach gerne Festplattenplatz sparen. Nehmt's mir nicht krumm, aber. Festplatz mehr oder weniger hier schon auf dem Zahnfleisch läuft, könnte man schon bald hier behaupten, so ist das einfach mal das Beste, was ich tun kann. Aua! Wieder so ein schöner Endgegner, den ich doch gerne mag. Von wegen. Na, alles geht doch. Wenig Herz. Diesmal bin ich dir ausgewichen, du Ratte, du Rattenvieh. Nein! Ja, man wieder so eine Überattacke eingesetzt, die Ratte. Thank you.
war jetzt aber schon etwas sehr unfair in meinen Augen. Ich meine, ich hatte gerade meine Spezialattacke fertig. Da kommt er mir und rammt mich an. Töten, ja. Also. Katsching! Katsching! Wie geil ist das denn mal? Ja, ich habe jedes Mal wahrscheinlich einzeln drauf drücken, jedenfalls hat es eben, ansonsten nichts geklappt. Ich verstehe jetzt auch nicht, wieso ich jetzt ausgerechnet diese Puppe hier kriege, aber ist mir auch egal. Auch nicht, weil es meine letzte von der ist, sehe ich gerade. Wunderbar. Eigentlich hebe ich mir so eine wichtige Puppe wie diese hier immer ganz gerne noch auf, irgendwo. Ganz ehrlich sein, wenn ich sage, anders als wichtig kann man so Puppe einfach nicht mehr nennen. Als nicht in diesem einen Endgegnerkampf jetzt. Ah, jetzt kommt die Überpuppe, die haut hier alles um, ey. Oder auch nicht. Ja, ihr seht selbst, das Ausweichen an dieser Stelle hier gleich ja schon fast ein Ding der Unmöglichkeit irgendwie. Hab ich schon wieder so gut wie? Jetzt hat er mich. Bye bye. Ja. Mal ganz ehrlich. So macht's auch keinen Spaß. Ehrlich, Mann. Mann. Hm. Ja. Das ist hier doch ganz praktisch. Das ist eigentlich komplett falsch. Eigentlich wollte ich mit dem Hut nehmen. Egal. Das ist erst das vorletzte Level. Noch könnt ihr euch vorstellen, wie das letzte Level abgehen wird. Das wird definitiv ganz schön abgehen. Ja.
Wir sehen auch ganz eindeutig, dieser Teil ist jetzt einfach mal mehr auf Taktik als die ersten beiden. Weil ich jetzt auch voll gut ausweichen kann. Wenn er da links am Rand rumfliegen muss unbedingt. Tut mir leid, Leute, aber mal ganz ehrlich, jetzt habe ich die scheiß Punkte nicht bekommen wegen so einer Kack oder was? Viele wichtige Punkte für mich. Ach so, Mann, habe ich jetzt natürlich auch keins, obwohl ich nicht mal welches eingesetzt habe, aber in Ordnung. Eigentlich war für die ganze Aktion hier nicht mal halb so viel Zeit eingeplant. Die ich jetzt wahrscheinlich wieder brauchen werde hier. Das ist mal wieder so eine typische Situation, wo man denkt, dass das länger ist, als es eigentlich schon ist. Aber ich rechne schon mit einer Dreiviertelstunde, die ich jetzt hier zocke. Mann, beeil dich, du doofe Aufladung! Da wollte ich eben ausnahmsweise einmal einen Bombenangriff mit der Puppe machen und was passiert? Nichts passiert, richtig! Wow, jetzt haben wir diesen nichtsnutzigen Öl-Typ hier, ja? Verkackt uns mal richtig. Mann, leck mich doch am Arsch, du doofes Spiel, komm ja nicht mal dazu, meinen Bombenangriff einzusetzen, wenn der Penner mich hier ununterbrochen wird. Voll ballert, ey.
gleich hilft wie der hier. Wenn die alle wie bekloppt auf mich gleichzeitig ballern müssen, komme ich natürlich nicht dazu, irgendwas hier anzumachen. Ist nun mal leider so. Ja, endlich habe ich wenigstens einmal hier einen doofen Bombenangriff einsetzen können. Mann. Warum als nächstes so unnütze Puppe weg, weil ich selbst nicht weiß, wieso ich sie überhaupt gekauft habe. Hergestellt habe vielmehr. Das ist der Angriff! Gut, die hat alle paar Sekunden mal einen ganz ordentlichen Angriff. Hör mal auf, um mich zu schießen, Pisser. Wow! Das war's. Super. Solche vollgepissten Ausgangssituationen noch lieber. Mal ganz ehrlich, ist mal, dass ich die Dinger da rumfliegen, scheiß drauf. Das Achievement gibt's so eh nicht, wenn ich die ständig verrecke. Doch ein Achievement, jedes Teil von jedem Endgegner zerstört zu haben. Klingt zwar alles so am Anfang noch total lustig, ist es aber nicht. Natürlich hatte ich auch den Hintergrundgedanken dabei, hier ordentlich Punkte zu sammeln dadurch. Ordentlich hier grüne Kristalle zu sammeln, indem ich das so mache. Nein. Ich meine, Selbstmordversuch eben geklappt hier, also dem Gegner richtig in die Fresse zu fliegen, würde er jetzt nicht mehr so viel schießen. Ja, das ist ein Endgegner, wo man immer wieder unnötig Puppen verliert. Endlich! Du blöde Ratte, du! Na also, eine ähnliche Ausgangssituation wie beim letzten Mal, oder dass ich irgendwie mehr Puppen habe. Auch gut. So Leute, ich werde kurz eine Pause machen und bin gleich wieder für euch da. So, so schnell bin ich auch schon wieder da. Okay. Egal. Ich hoffe mal, dass es gut klappt, so wie ich es mir vorstelle alles. Und ja, jetzt geht's einfach mal weiter. Letzte Mission. Nachdem Rosa Kreuzer verlor, sind sie auf Rache. Die Hauptstadt wurde von ihrem Höllenfeuer verschlungen. Wilhelm Grob. Are you ready? Ich geh's!
Blumen für ihre kaiserliche Hoheit, oder wie ist das letzte Level? Da ist das letzte Level. Mhm. Ich hatte mal zwar wieder voll aufgeladene Bomben und alles, aber ist ja auch egal. Zählt ja eh nichts mehr hier heute. Ich hoffe, dass jetzt keiner am Anfang dachte, dies hier wäre ein Baby-Video wegen dem Happa im Namen. Oder ein Video, dass man halt sein Baby einfach mal vorspielen kann, so nach dem Motto. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. Im Grunde genommen ist es jetzt egal, wie viele Kristalle ich sammle. Ich meine, ich hab's ja im nächsten Run nicht mehr. Hab's ja vorhin gesehen, dass meine Kristalle alle weg waren. Leider. Muss ich hier mitnehmen, was ich mitnehmen kann, ey. Ich sag dir, in diesem Level geht's nochmal alles richtig ab. Okay, ganz egal, es ist doch nicht, wie viel ich hier einsammle. Denn, ja. Seht ihr selber, je mehr ich sammle, desto besser läuft. So schnell hab ich meinen Spezialattack auch wieder zurück. Jetzt auch ehrlich gesagt mehr als einfach nur dringend brauchen kann. Nein! Ich wollte gerade sagen, bisher läuft ja alles ganz gut, ne? Nein! Jetzt kommt das doofe Ding! Ich hasse das Ding, was da unten rumrollt! Was ich auch ehrlich mal sagen muss, das letzte bisschen vom Endgegner noch ist. Einen Riesenwurm da unten besiegen und dann geht's auf zum Endgegner. Oder auch noch nicht ganz, okay, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen getäuscht. Ah, hier ist die Puppe richtig praktisch. Oder auch nicht. Nein! Jetzt kommt der Endgegner aber. Sehr schön. Das ist nämlich Wilhelm der Zwölfte. Ich weiß nicht, ob es Wilhelm den Zwölften wirklich gab. Wenn ja, dann lache ich ehrlich gesagt. Aber ja, habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, ob es den wirklich gab, den Wilhelm den Zwölften. Ich habe das Gefühl, dass meine eigenen Raketen mir wieder in die Fresse fliegen. Auch nicht. Ah, schon diese Phase, sehr schön. Ich weiß echt nicht mehr, welcher es ist, aber ich glaube, es ist dieser hier. Falsch? Scheiße. Muss ich nur aufpassen, was der Pisser da macht. Mitte, links. Mitte.
Mitte, links, Mitte. Jetzt der Endgegnerkampf. Fertig. Das war's. Wow. 161 Edelsteine als Bonus. Wow. Und so wurde das Reich und seine Lehren der Universalwissenschaften zerstört, so wie Kreuzer es wollte. Die einzige Überlebende war das Mädchen mit den Puppen. Mehr als 20 Jahre später. Iris. Ja, das war's jetzt leider mit Hitogata Happa. Es gibt natürlich auch wieder hier einen wahren Endgegner, aber... Nee! Gegen den will ich jetzt garantiert nicht kämpfen, Leute. Dafür müsste ich das Spiel erstmal auf Dämonisch durchspielen und... Ehrlich gesagt, ich besitze nicht so eine masochistische Ader, als dass ich mir das jetzt wirklich in naher Zukunft antun wollte. Ich bin ja zufrieden damit, dass das Let's Play zu Ende ist, auch wenn ich etwas traurig bin, ehrlich gesagt, darüber, dass jetzt alles vorbei ist. Ich muss ehrlich sagen, so eine Melodie zum Ende zu nehmen, ist mehr als würdig für dieses Spiel. Episode 0, danke, dass du gespielt hast. Ich würde sagen, ich würde dieses Spiel immer und immer und immer wieder durchspielen, wenn ich einfach die Zeit hätte und nicht ständig was Neues auf den Markt kommen würde, beziehungsweise ich nicht ständig mit Sonderangeboten vollgeknallt werden würde von allen Seiten. Und ich auch nicht noch genug andere Spiele hätte, die ich durchspielen möchte oder müsste mal endlich. Denn ja, ich habe einfach zu viel. Ich werde jetzt natürlich noch ein bisschen mit dieser schönen Melodie alleine, bevor ich mich von euch verabschiede. Ja, das habe ich jetzt einfach mal weggedrückt. An dieser Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, ich möchte auf jeden Fall nochmal ein Endfazit zu dem Spiel abgeben. Es hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht, euch diese Reihe zu Let's Playen. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen Feedback für die komplette Reihe. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Spielen und Moderieren. Ja, ich muss ehrlich zugeben, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, irgendwo mehr oder weniger, weil es echt geil ist. Wie schon gesagt, ich bin irgendwo enttäuscht, dass es vorbei ist. Auf der anderen Seite freue ich mich auch, dass ich euch endlich wieder ein voll abgefertigtes Projekt vorlegen kann. Aber ja,
Ich hatte meinen Spaß. Mal sehen. Vielleicht werde ich mit einigen hier, vielleicht werde ich den zweiten Teil doch nochmal mit einigen Leuten hier im Duett spielen. Mal sehen. Vielleicht gibt es dazu dann auch ein schönes Let's Play wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Projekt sehen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Projekt.